Georgina Bilovius, nach Attacke in der Notaufnahme. Georgina Flöaka Bilovius musste nach einem brutalen Überfall in die Notaufnahme. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wurde laut Intuch in ein Nocke-Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie von zwei Männern in ihrer Wohnung auf der Upper East Side überfallen und schwer verletzt wurde. Dabei zog sie sich eine blutige Kopfwunde zu, die mit 7 Stichen genäht werden musste. Das Blatt veröffentlichte auch Fotos davon unter der Überschrift „Waren diese Kugeln für sie bestimmt?“. Eine Vertraute der 27-Jährigen enthüllt, ein Mann hielt ihr eine Waffe an den Kopf. Der andere prügelt sie auf sie ein. Georgina hatte Todesangst. Die Szenen erinnern an einen Albtraum, unvorstellbar, wie ihr zumute gewesen sein muss. Überall war Blut. Sie hatte eine schwere Platzwunde am Kopf, und auch im Bauchbereich wurde sie erheblich verletzt. Eingriff am Kopf. Anschließend wurde der Notarzt gerufen und Georgina ins nächste Krankenhaus eingeliefert. Da der Eingriff am Kopf stattfand, mussten sogar ihre langen roten Haare abrasiert werden. Seitdem trage sie eine Perücke. Die Skandalnudel selbst hat sich noch nicht zu dem grausigen Vorfall geäußert. Ihre Fans dürften jedoch außer sich vor Sorge um die Ex-Schwindelkampin sein. Georginas Mutter Gerti hatte vor kurzem gegenüber Intuch verraten, dass sich ihre Tochter in den USA mit zwielichtigen Leuten umgebe. Ich habe Angst, dass sie als Callgirl arbeitet. In einem Skandal wieder zeigte sich Georgina außerdem mit einem verdächtigen weißen Pulverkoks. Wenig später folgte die reumütige Entschuldigung, die Alarmglocken dürften jedoch bei den Fans geschrillt haben und Bank/KT.